Seine Lippen, Rosen, träufelnd fließende Myrrhe. Seine Hände, goldene Ringe, mit Chrysolith besetzt. Sein Leib und Schaft von Elfenbein, umhüllt von Saphiren. Seine Schenkel, Marmorsäulen. Die Jungschauspielerinnen und Schauspieler der Otto-Falkenberg-Schule bringen das Hohelied so richtig zur Geltung. Und die Weinreben blühen, die knospenden Weinstöcke duften. Auf, meine Traute, meine Schöne, und komm! Lass mich schauen deine Gestalt, lass mich hören deine Stimme. Denn deine Stimme ist süß und deine Gestalt anmutig. Liebe, Sehnsucht, Begierde. Aus dem Alten Testament, aus dem Lied der Lieder, die von Martin Luther später als hohes Lied bezeichnet wurden. In München hebt Moraltheologe Christoph Breitsameter mit Schauspielern und Musikern diesen Schatz, wie er ihn nennt. Der Schatz besteht, glaube ich, darin, dass das Begehren des Menschen, das, was wir sinnliche Liebe nennen, eine ganz neue Wertschätzung erfährt. Die zahlreichen Vertonungen des Hohen Liedes trägt der Orpheus-Chor München vor und macht deutlich, dass die Texte, die König Salomo zugeschrieben werden, die Menschen schon lange begeistern. Alle Sensibilitätsstufen des Menschen, wozu er fähig ist, ist Sehnsüchte, dass, wenn die Liebe nicht funktioniert, diese wahnsinnige Traurigkeit oder dass man auch Gewalt erfährt, ist es in den Texten alles vom menschlichen Leben, das brodelt richtig. Doch diese betörenden Bilder wurden aus der Liturgie aussortiert oder so stark verfremdet, bis der Sinn dahin war. So heißt es etwa im Hohelied: Ein Myrrenbeutelchen ist mir mein Geliebter, das zwischen meinen Brüsten ruht. Gedeutet wurde das von den religiösen Sittenwächtern als Anwesenheit Gottes, der zwischen den beiden Cherubim über der Lade thront. In christlicher Zeit ist die Deutung aber nicht weniger bizarr. Gemeint sei die Stellung Christi zwischen dem Alten und dem Neuen Testament. So verschwand die überbordende Sinnenfreude mehr und mehr. Viel konnte man lernen in der katholischen Akademie über die sinnliche Sprache und die Metaphern. Der Fuchs, er ist der Schürzenjäger, und der Weinberg der Ort für die erotischen Abenteuer. Wenn schließlich von den Kanälen die Rede ist, die der Liebhaber gegraben hat, kann kaum etwas anderes als der Schoß einer Frau gemeint sein. Und wir verstehen dann doch leicht, warum diese Texte in der Liturgie nicht gern gesehen sind. Für den Moraltheologen Christoph Breitsameter ist es der vielleicht poetischste Text der Bibel, der jetzt vermutlich viele neue Liebhaber bekommen hat.